Morgen früh ist der Area 51 Run-Raid. Hast du dazu alle verfügbaren Sicherheitskräfte hinbeordert? Ja, alle dort Arbeitenden. Nur die ziehen Leon und Pamela aus der Umgebung ran. Es wollen schließlich fast 2 Millionen Menschen kommen. Ich gebe mein Bestes. Sind alle Aliens evakuiert? Viele. Annette und ein paar andere weigern sich aber noch. Was? Die will die zu Hause verteidigen, glaube ich. Dann lass dir was einfallen. Wenn jemand die sieht, ist es aus. Jemand ist keine Gefahr mehr. Als ich die landete, hat man mal ihm so ein paar Tüten mit weißem Pulver drin gefunden. Okay, perfekt. Aber die anderen dürfen es auch nicht sehen. Um Familie anderen kümmere ich mich gleich. Gut, ich helfe dir. Hola, hola. Can you tell me the way to Area 51? Yes. Hey, wie geht's nochmal zu Area 51? Du sprichst auch Deutsch? Ja. Das ist der Hammer. Nee, ist die Sprache. Willst du die auch stürmen? Ja, solange heute kein Sturm ist, stürmen wir die. Ich bin einer der Veranstalter. Ah. Und du weißt nicht, wo die ist? Nö, gerade nicht. Ich auch gerade nicht, aber ich könnte mal gucken. Das kann ich auch. Aber ich kann das besser. Aber ich schneller. Wenn du meinst. Da ist es. Ach, scheiße, Mann, du hast gewonnen. Ha! Haha, jetzt hab ich's auch. Faul! Nee, glaub nicht. Also ich würde sagen, ich hab gewonnen. Würdest du sagen? Würde ich sagen. Also ich sag dir, ich hab gesiegt. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Okay, wenn du das sagst, muss es ja stimmen, ne? Ja. Ah, Prank, du hast ja gesagt, dass ich gewonnen hab. Nee. Nee? Nee. Okay, dann unentschieden. Machen wir so? Machen wir so? Machen wir so. Wir. Nee, nicht wir. Doch, wir. Nicht wahr? Ja, machen wir. Nein, nicht wahr. Ach so, nicht wahr. Ich habe wahrscheinlich nicht wahr. Ja, Leute, wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Hast du die Area 51 Memes gesehen? Ja klar, die sind nice. Ja, super sind die. Warum? Ich hole mir jetzt einen Alien-Freund. Das ist mein Ziel. So machen wir das. So machen wir das. Scheiße. Angenehm. Jonas mein Name. Scheiße. Was? Ich habe meinen Shoot Me If You're Gay Shirt zu Hause vergessen. Dann machst du nix. Musst du neu kaufen. Ja, aber wo? Wenn ich das bestelle, ist es nicht schnell genug. Ich habe nur eins. Das ist meins. Das ist nicht so nice. Was machen wir denn jetzt? Wenn ich das nicht kriege, werde ich erschossen. Warum wir? Ich hab meins doch. Egal, trotzdem. Ach so, okay. Vielleicht finde ich jemanden, der es hat und mir es gibt. Kann sein. Du hast auch eins. Meins kriegst du nicht. Okay. Ich habe noch 6 Stunden und 13 Minuten Zeit. Du mit deiner scheiß Badagame. Lass Gloria in Frieden. Kannst du dich mal zu Hause lassen? Das hast du mich jetzt schon so oft gefragt. Muss ich darauf antworten? Ja, musst du. Die fühlt sich alleine zu Hause immer so einsam. Das kann ich auch nicht zumuten. Außerdem ist es auch gut für uns. Es ist nämlich bewiesen, dass Tiere im Büro das Stresslevel sinken und für ein gutes Wohlbefinden sorgen. Tiere? Reptilien sind auch Tiere. Ja, ich weiß. Gut. Sibylle ist und bleibt hier. Sibylle? Ja, meine Badagame heißt Sibylle. Das müsstest du eigentlich langsam mal wissen. Heißt sie nicht Gloria? Oh ja. Sibylle war... Wer war das nochmal? Keine Ahnung. Ist egal. Aber du denkst schon wieder ab. Welche Staffel von BoJack Horseman findest du am besten? Welche du? Sag mal zuerst, welche du? Nee, nee, Ladies first, also fängst du an. Hahaha, jetzt hau raus. Die letzte. Echt? Warum? Ist halt so. Aha. Ich finde die erste am besten. Die erste? Ja, das haben wir noch das. Mach die Tür auf. Ja, ja, schon passiert. Moin Leute, was geht ab? Wo warst du? Stau. Stau? Wie lang war dieser Stau denn? Lang. Aha, okay. Ja, also eigentlich haben wir schon alles fertig gemacht. Wir müssen jetzt nur noch warten. Das hat jetzt traurig. Nichts mehr zu tun. Ja. Hast du uns wenigstens Essen mitgebracht? Oh, das habe ich vergessen. Was? Nein, echt? Ja. Der Dialog ist doch ziemlich unnötig gerade, oder? Ja, tut mir leid. Meine Freundin. Das ist aber nicht so nett. Nein, die heißt Sibylle. Dafür hast du jetzt so lange gebraucht? Ja. Was ist denn da los? Worüber haben wir nochmal gesprochen? Aha. Naja. Ich habe ja gesagt, wir hätten den Bruder von Zuckerberg einfach hier fangen sollen. Meinst du, der steckt dahinter? Wer denn sonst? Ja, komplett durch Facebook und Instagram. Also da, wo diese Memes verbreitet werden. Ja schon, aber das glaube ich irgendwie nicht. Doch, klingt doch logisch. Nein, wie sollte der das denn kontrollieren? Das waren doch alles die Algorithmen und die sind von KI geschaffen oder so. Von KI? Ja, irgendwie sowas. Und außerdem sind die ganzen Memes ja von irgendwelchen Menschen geschaffen. Ja, weil es populär ist. Weil es viele Aufrufe kriegt und sowas, machen das viele Leute. Und es ist so populär wegen Mark. Nein, das kann nicht sein. Doch, kann. Also wenn Rexstep dann schuld ist, dass hier Millionen unsere Butze stürmen wollen, dann können wir den nicht einfach zurückgeben. Das ist nicht so einfach. Wir hatten ihn ja hier aus dem Grund. Was machst du eigentlich hier? Geh zu den anderen. Hallo, ich suche Area 51. Was? Area 51, where... Keine Ahnung, Mann. Irgendwo in der Nähe, glaube ich. Glauben Sie? Ja, ich bin Christ. Ich bin Jude. Ich nicht, aber ich denke. An was denken Sie denn gerade? Warum ist eine Badagame, denke ich gerade? Aha, ist das eine Metapher? Nein, hier schon wieder oben wildes Reptil reingekrochen. Da wird nicht mehr lange durchhalten. Halt, das ist Gloria, meine Badagame. Achso, ja stimmt. Ich glaube, du bist echt dumm. Ich dachte, du bist Jude. Nein, ich bin Jim. Das ist Jude. Hallo, ja, das bin ich. Aber ich dachte, du... Lass an dem denken hier, ich glaube, das tut dir nicht so gut. Also du hast deine Frage beantwortet, also tschüss. Aber es hat mir nicht weitergeholfen. Tschüss. Tschüss. Mann, will einfach nicht sein. Wir haben jetzt noch eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit. Wieso haben wir jetzt angefangen, hier Ringe zu gucken? Keine Ahnung, weil wir noch Zeit hatten. Was machen wir jetzt? Ja, noch eine halbe Stunde warten, dann können wir losgehen. Lieber zu spät ankommen als zu früh, sonst müssen wir ja so lange warten. Nee, lass lieber andersrum. Eher zu früh als zu spät, oder sonst verpasst wir noch was Wichtiges. Nee, lass lassen, dann müssen wir ja so lange warten. Besser als was zu verpassen. Nein, da passiert sowieso nichts Wichtiges. Bis die das mal angefangen haben, sind wir schon lange da. Aber wir wollen von Anfang an da sein. Dann warten wir noch, bis es losgeht und dann labern wir noch 5 mehr Jahre. Und wir wollen nicht irgendwelche Drecksaufgaben bekommen. Aber das lohnt sich nicht. Das Labern müsst ihr aber mitbekommen. Und wie ich uns kenne, wir kommen sowieso wieder zu spät. Wir müssen eigentlich planen, zu früh zu kommen, um nicht ganz zu spät zu kommen. Ja, okay, ich muss ja noch so ein Shirt holen. Ja, aber wo? Du wolltest jetzt doch vom Typen nehmen. Ach ja, stimmt. Da hätten wir vielleicht mal vor ungefähr 6 Stunden rausgehen sollen, um so jemanden zu finden. Ja, das wäre ganz gut gewesen. Was machen wir jetzt? Lass erstmal den Teil zu Ende gucken. Na gut. Welche Staffel BoJack Horseman findest du am besten? Keine Ahnung, ich bin nicht ganz fertig. Sag ich dir, wenn ich alle Folgen geguckt habe. Okay, aber welche findest du denn bis jetzt so am besten? Nee, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Komm, ich habe einfach keinen guten Vergleich. Wie weit bist du denn? Mit Arm? Ich würde sagen, ohne Zucker 31 cm. Lol, das ist ungefähr genauso lang wie man. Reicht schon wieder, alles klar. Was, du weißt doch nicht, was ich sagen wollte. Wir wissen, dass du ein 30 cm Lineal hast. Musst du nicht immer angeben. Hm, okay. Bei welcher Folge warst du jetzt? Ich habe Folge 3 angefangen. Angefangen? Ja, die ersten paar Sekunden. Aha. Von Staffel 1. Achso, okay. Okay. Dann ist gleich gut, okay. Ja, das war echt kritisch. Ich habe mir die Folge runtergeladen und als ich gestern Folge 3 gucken wollte, habe ich gemerkt, dass es eigentlich Folge 1 ist. Ich hatte ja Folge 1 und 2 doppelt. Folge 5 und 6 waren dann eigentlich Folge 3 und 4. Und Folge 5 und 6 hatte ich gar nicht. Aber das kam übermorgen auf Comedy Central. Aha. Das ist jetzt nämlich stark. Ja, also er hat eben gesagt, dass er die letzte Staffel am besten findet. Echt? Die letzte? Ja, die letzte. Welche meint er? Meinst du die neueste? Oder nicht die neueste? Ich höre Musik, ja. Ich kann dich nicht hören, nein. Ja, ja, halt die letzte, die neueste. Aha, weil noch gibt's keine finale Staffel. Das war Game of Thrones so. Ja, ja, ich weiß. Ich auch. Ich auch, aber es sind alle hier. Ich habe einfach keine Leute mit dunkler Hautfarbe, die ich in die Videos packen kann. Warum nicht? Bist du ein rassistischer Dreckstepp? Nein, aber ich kenne keine Leute, mit denen ich mal öfter geredet habe. Aha. Aha. Aber zurück zu BoJack. Kann es sein, dass du es gar nicht gesehen hast? Ja. Denn du, was? Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab gelogen. Ach so, ja, okay. Warum sagst du es nicht einfach? Keine Ahnung. Aha, okay. Warum unterhalten wir uns eigentlich um was Unwichtiges, wenn wir nur 20 Minuten Zeit haben, die Aliens zu verstecken? Oh, haben wir ganz vergessen. Scheiße, Mann. Nein, wir brauchen einen Alien-Boden, Reste. Oh mein Gott, guck mal. Nein, das wäre viel zu gefährlich und dumm.